Wir befinden uns hier unter dem Schlossplatz am Saarbrücker Schloss, direkt unter der Betondecke und im Historischen Museum Saar im Bereich der unterirdischen Burg, ein Ausstellungsraum von 820 Quadratmetern, in dem die Temperaturen etwas kühler sind als im Rest des Museums, meistens so etwa 16 Grad, im Sommer sehr erfrischend. Wir haben hier um uns herum eine erste Situation, wo man ein bisschen in den Burggraben schon blicken kann, in diese Richtung. Und an der Seite haben wir eine Wand, an der ganz viele Zeichen eingearbeitet sind. Hier vorne zum Beispiel oder hier insgesamt sind es 32 Stück an dieser Wand. Hier unten zum Beispiel ein A. Das sind alles Steinmetzzeichen, die von den Werkstätten stammen, die die Steine produziert haben. Und diese Werkstätten haben hier massenhaft Steine geliefert für einen Neubau, der in die Zeit um 1563 bis 1569 datiert wird. Und hier vorne haben wir eine Schießstellung, die ein bisschen älter ist, die aus der Zeit um 1500 stammen wird, für eine Hakenbüchse, die hier rekonstruiert ist. Und was ein bisschen schwierig für uns hier an dieser Stelle ist, wir haben eine alte Schießstellung vor einer jüngeren Wand stehen. Das ist ein bauhistorisches Problem, das wir bisher noch nicht sinnvoll lösen konnten. Eins der Rätsel, die wir hier in unserer unterirdischen Burg haben. Ja, und dann kann man von hier aus gleich in den Burggraben hineingucken und in dem ganzen Raum hier beschreiben Texttafeln in drei Sprachen immer, was man sieht an den einzelnen Stellen. Und diese unterirdische Burg, wie sie hier im Historischen Museum Saar zu sehen ist, ist einzigartig in Deutschland und deshalb ganz besonders wichtig auch für das Museum. So, wir gehen jetzt hier direkt auf einen der schönsten und interessantesten Aussichtspunkte. Direkt in den Burggraben hinein, der in einer Vorgängerversion schon im 15. Jahrhundert bestand, also mindestens etwa 600 Jahre alt ist, hat dann verschiedene Umbauphasen gehabt, das heißt, er wurde tiefer gearbeitet und verbreitert. Und das ist jetzt der letzte Zustand. Wir schauen in eine Situation, die insgesamt ein bisschen kompliziert ist, weil verschiedene Bauphasen gleichzeitig zusammenkommen. Und ganz wichtig ist, dass man direkt begreift, dass die Wand hinter mir, die sogenannte Pfahlbohrwand, aus den Jahren 2003 bis 2007 stammt. In der Zeit hat man den gesamten Bereich hier ausgegraben, der seit dem 18. Jahrhundert, spätestens seit 1748, komplett zugeschüttet war und den Vorplatz für das heutige Schloss erst komplett gemacht hat. Und dieser Graben, der ist eben älter von dem ersten Schloss, das es hier in Saarbrücken gegeben hat. Das stand in dieser Richtung. Und in dieser Richtung stand davor auch eine Burg, die eben auch schon im späteren Ausbauzustand diesen Graben hatte. Diese Pfahlbohrwand ist relativ interessant. Viele Besucher denken immer, dass das eine historische Wand ist, ist eben jung. Das ist Beton. An dem Beton klebt das Sediment, also der lockere Boden der archäologischen Schichten, sodass wir hier gleichzeitig auf der Pfahlbohrwand ein Profil haben. Das geht 12 Meter runter. Wir haben insgesamt eine Deckenhöhe von 12 bis 14 Metern und unten kann man dann die gesamte Ausgrabung im Profil nachvollziehen anhand dieser Pfahlbohrwand. Ja. Wir schauen in diesen Graben hinein und hinter uns sind schon erste Schießstellungen einer Bastion, der Südwestbastion der Burg und des Schlosses. Einzelne Bereiche werden wir unten näher kennenlernen, im Detail. Man muss hier schon mal schauen, dass auf dieser Seite, geradeaus vor uns, ist der Sandstein, das ist der anstehende Fels. Und dieser Sandstein, das ist der mittlere Buntsandstein, ist 300 Millionen Jahre alt. Und der wurde dann im Mittelalter, im späten Mittelalter angefangen auszugraben. Das ausgehobene Material, also diese Felsstücke, wurden dann auch als Baumaterial direkt weiterverwendet. Gleichzeitig wurden aber hier für den Bau der Burg Saarbrücken auch Steine vom Kloster Wadgassen angeliefert, die vertraglich dazu verpflichtet waren.
Das sind dann Steine in anderen Baubereichen, die eben kein Steinmetzzeichen aufweisen. Ja, die Steinmetzzeichen, die hier in der Burg in einer Gesamtzahl von 92 Stück, die von mindestens 20 verschiedenen Werkstätten stammen, die hier in dem gesamten Ruinenbereich auftauchen, eben dann die zugelieferten Steine von einzelnen Werkstätten markieren. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal runter, direkt in den Burggraben hinein. Die Lichtanlage, die wir hier sehen, die ist 2018 eingerichtet worden und erlaubt uns, über die Traversen in 3 Minuten das Licht runterzufahren und einzelne Einstellungen zu ändern, also die Ausrichtung der Lampen, sofern Bedarf besteht. Und gleichzeitig haben wir jeden Strahler, der hier an der Decke erkennbar ist, einzeln mit dem Smartphone ist er einzeln ansteuerbar, so können wir die Intensität jedes Strahlers auch vom Tablet aus oder vom Smartphone aus regeln über eine App. Das ist jetzt hier mit verschiedenen Niveaus der Burggrabenbereich. Hinter uns immer noch die Pfahlbohrwand, die hier endet und übergeht in den originalen Fels, der hier ausgearbeitet ist als äußere Grabenwand. Das ist also der Graben, die Grabenwand Richtung Stadt, Richtung Alzerbrücken. Und das hier ist dann in die andere Richtung die Bastion, die zum Burg und ersten Schloss gehörte, die im 16. Jahrhundert entstanden ist. Jetzt haben wir das Problem, dass hier auch einzelne Sockel im Raum stehen. Das sind hier vorne die 1, 2, 3, 4 und da hinten am Ende 5 verschiedene Steinanhebungen. Das hier ist alles Füllmaterial, das wahrscheinlich im späten 17. Jahrhundert hier eingebracht wurde, und obendrauf liegen ein paar Platten, sodass das hier im Endeffekt gar keine Säulen sind, sondern Reste ehemaliger Fundamentierungen, die zum Beispiel auch für Säulen oder andere Zwecke gedient haben können. Und darunter sind eben alte Steine, die teilweise noch vom ersten Schloss stammen, sogenannte Spolien, die hier wiederverwendet wurden, um eben diese Plateaus hier zu fundamentieren. Und wenn man in diesem Bereich runterschaut, unten haben wir noch Reste des ersten Schlosses mit einem Löwenkopf und verschiedenen Verzierungselementen, die dort eingearbeitet sind. Genau. Bevor wir uns den Bereich vorne anschauen, nehme ich Sie einmal mit in die tieferen Stellen des Grabens. Das ist Richtung Osten. Wir laufen jetzt parallel zur Talstraße, die südlich des Schlosses verläuft. Und genau hinter mir ist quasi, läuft der Schlossplatz weiter Richtung Altes Rathaus. Das als grobe Orientierung. Manchmal steht hier unten Wasser, das sehen Sie gerade. Natürlich kann man so einen Bereich nicht hermetisch abriegeln. Und manchmal, 2-3 Mal im Jahr, ist der Wassereinbruch so intensiv, dass wir hier auch abschließen müssen, einzelne Partien dieser Burg. Das kommt aber selten vor und wir haben noch nie alles abschließen müssen, sodass Sie hier immer alles besichtigen können. Also wir stehen wieder auf dem ausgeschnittenen Fels mit einer getreppten Schießscharte da vorne. Oben war eine zweite Schießscharte. Wir haben dann hier auf der rückwärtigen Seite eine eingebaute Wand, die erst später im 18. Jahrhundert hier eingebracht wurde und den Graben verschließt. Sie steht genau den Schießscharten gegenüber, was dann keinen Sinn macht. Man muss sich also vorstellen, dass diese Wand in der Zeit, als dieser Graben für Verteidigung genutzt wurde, das war vor allem im 15. und 16. Jahrhundert, eben nicht existiert hat und man hier vorbeischießt. Hier sind Steine gelagert, die von Gebäudestamm, die hier bei der Ausgrabung freigelegt wurden, die gesammelt wurden. Hier und da ist auch mal ein Steinmetzzeichen zu sehen. Und hier unten am Boden befinden sich Rillen, Bodenrillen. Da hat man früher immer gedacht, die waren Standorte für einen Kran, der hier beim Ausheben des Grabens und beim Aufladen der Steine wichtig gewesen ist. Aber diese Rillen stammen nicht von einem Kran, sondern es sind Reste des Abbaus von anstehenden Sandsteinen.
Es gab zwischendurch einen Grabenzustand, wo dieser Felsvorsprung dann weiterlief in diese Richtung nach da vorne. Und man sieht hier die Ansätze, wie der Fels in einer Spätphase, nämlich in der Zeit um 1560, abgetragen wurde, um den Graben hier zu erweitern. Wir haben noch Bodengrillen, die da vorstanden. Wie das genau abgelaufen ist, können wir nicht rekonstruieren, aber wahrscheinlich hat man eben so eine Rille ausgearbeitet und den Fels dann zur Seite hin abgebrochen. Das sind also Schurfrillen sozusagen, die dann für den Sandsteinabbau wichtig waren und hier an verschiedenen Stellen vorkommen. Oben in der Pfahlbohrwand haben wir dann dieses Profil der archäologischen Ausgrabung in Schwarz. Ganz spannend sieht man auch eine Brandschicht. Die Ausgrabungen sind bisher noch nicht aufgearbeitet worden, das heißt, nicht alle Details sind klar. Und man müsste mal schauen, wie viele archäologische Funde genau in dieser Brandschicht sich befunden haben, um die genau datieren zu können. Das ist eine Aufgabe für die Zukunft, aber hier wunderbar dokumentiert im archäologischen Profil anhand der Pfahlbohrwände aus Beton, an denen das Sediment einfach anklebt, wie ich eben schon mal kurz beschrieben habe. So, hier haben wir einen ganz wichtigen Bereich. Zunächst mal müssen Sie sich diesen ganzen Baukörper hier vorne sehen, wegdenken. Der ist erst ab 1738 hier eingebracht worden als Stängel. Das heutige Schloss, das Barockschloss, hat bauen lassen, wurde dieser Riegel in den Graben eingebaut. So wie Sie die Wand hier sehen, ist sie auf der anderen Seite nochmal gespiegelt, aber bislang nicht ausgegraben. Das ist also ein Riesenbaukörper, der innen drin zugeschüttet war, sodass man wie eine Rampe eine Zufahrt hatte, um das erste Schloss, das Renaissance-Schloss, das 1617 fertiggestellt wurde, das komplett abzureißen. Teilweise wurden die Reste dieses Schlosses eben in den Graben gekippt. Und man hat dann diese Zufahrtsrampe genutzt, um das Barockschloss, das heutige Schloss, quasi neu aufzubauen. Und hier drin befindet sich der Rest eines Gefängnisses, das heute diese einladende Tür hat. Aber hier befand sich ursprünglich eine halbkreisförmige Verschalung, die quasi wie ein Lichtschacht 12 Meter hoch bis an die Oberfläche diese Aussicht des Gefängnisses komplett abgeschlossen hat. Die Tür muss wahrscheinlich später erst dazugekommen sein. Im Gefängnis waren anfangs diese Fenster, die kleinen, und man bekam von ganz oben dann etwas Licht nach unten. Also diese komfortable Situation, diese einladende Situation, wie sie heute sich darstellt, sah früher anders aus, verbaut, verschlossen, verriegelt, sodass das Gefängnis seiner Funktion gerecht wurde. Da vorne haben wir noch einen versteckten Ofen. Ich gehe mal kurz noch einen Schritt mit Ihnen. Das ist also alles die Bauphase 1738 bis 1748, bis das Barockschloss eingerichtet war und der Graben hier komplett verfüllt wurde. Da vorne ist dieser Ofen. So, jetzt stehen wir hier selber auf einem sehr spannenden Punkt. Das ist ein Tennisfeld für das Jeu de Paume. Wir haben hier ein über 20 Meter langes Tennisfeld, das mit diesen Steinplatten belegt ist. Das stammt aus der Zeit um 1610. Früher gingen diese Steinplatten hier an der Wand noch hoch bis auf diese Höhe, sodass man den Ball auch wie beim Squash über Bande spielen konnte. Jetzt müssen Sie eben sich vorstellen, dass dieser Baukörper, der ja später dazugekommen ist, damals nicht existiert hat. Den müssen Sie sich also wegdenken, und hier ungefähr, wo die Mauer beginnt, ungefähr dort, wo die Mauer beginnt, da war früher eine Schnur gespannt und man schlug dann zuerst mit der Hand den Ball rüber und nachher mit einem Schläger mit Stiel wurde das Tennis eben erweitert. Und dass es einen so alten Platz für das Jeu de Paume, also für die Vorform des Tennis, gibt,
Das ist besonders selten. Es gibt sie an verschiedenen Stellen als Ballhäuser überliefert. Hier das Ganze war früher auch überdacht. Aber dass sich das so gut erhält, ist eine Besonderheit. Und wenn die Platten heute nicht mehr ganz dicht aneinander sitzen oder teilweise ein bisschen eingerissen sind, dann liegt das daran, dass hier halt viel Schutt draufgeschmissen wurde mit dem Zuschütten dieses Grabens und das ganze Tennisfeld sehr gelitten hat. Wenn wir gleich weitergehen, sehen wir, dass das Tennisfeld auf der anderen Seite im Zwischenbereich dieses Baukörpers und des gespiegelten Pendants wieder auftaucht, weil eben das andere draufgesetzt ist. Also das Feld war größer und wir haben hier dann eben mit der Wand die Möglichkeit des Spiels über Bande gehabt, wie beim Squash, und haben hier einen Weg, der das ganze Tennisfeld einfasst. Der läuft hier entlang, der stammt auch aus dieser Zeit um 1610 und schließt dann in diese Richtung fort, da haben wir eben auch ein Ende dieses Weges. Für uns spannend ist, dass 1610 schon die Söhne des Grafen auch in dem Jeu de Paume, also in dieser Vorform des Tennis, ausgebildet wurden. Und wir haben hier auch den Nachweis, Jean Tassion war damals der Tennislehrer, er hat nämlich eine Rechnung geschrieben für die Ausbildung der Söhne des Grafen. Warum haben wir ein Tennisfeld im Burg- und Schlossgraben? Es ist so, dass 1617, als das Renaissance-Schloss, also das erste Schloss hier in Saarbrücken, fertiggestellt wurde, war schon klar, dass man aufgrund des nahen Saartalhanges, dem sogenannten Triller, der hier weit höher liegt als die Situation hier im Burggraben oder am Schloss, nämlich in diese Richtung konnte man dann von Süden aus mit den Kanonen hier alles in Schutt und Asche schießen, ohne dass man hätte vom Schloss aus das verteidigen können. Und man hat sich dann entschieden, eben das Gebäude hin zur Repräsentation auszurichten, ein Schloss zu errichten, wo Verteidigung keine große Rolle mehr spielte. Und deshalb spielte auch der Graben keine Rolle mehr, der 200 Jahre vorher noch rein für Verteidigungszwecke angelegt wurde. Und deshalb ist in diesem Graben dieser Tennisplatz angelegt, man hat hier also gespielt und gleichzeitig gab es hier an der Stelle, wo ich stehe, in diese Richtung, Richtung Osten sozusagen, einen Graben, einen Garten, Entschuldigung. So, warum gab es hier einen Garten? Das zeigt unser Video an dieser Stelle. Das Video ist ein Durchgang durch diesen Gang, der sich hier vorne befindet, 23 Meter lang. Der Gang stammt von 1614, es gibt eine eingravierte Jahreszahl und wir kommen im Altsaarbrücker Marktbrunnen aus, der hier ein Loch hat in der Röhre, wo Wasser zugeführt wurde, eben vom Saartalhang aus, das hier lang lief und dann in ein Rohr überführt wurde und dieses Rohr kam dann in den Schlossgraben hier rein, an diese Stelle und diente dazu, einen Garten zu bewässern, der sonst kein Wasser gehabt hätte, weil nämlich dieser Burg- oder Schlossgraben, also dieser Graben, wie er hier ist, war nie ein Wassergraben, sondern immer ein trockener Graben, weil die Topographie einige Meter, über 10 Meter über dem Spiegel der Saar kein Grundwasser hier erlaubt hätte. Also hier wäre das Wasser nicht stehen geblieben und es wäre sehr aufwendig gewesen, hier Wasser zu sammeln. Den Gang haben wir im Hintergrund im Laserscan nochmal, den haben wir mit dem Landesvermessungsamt im Saarland eingescannt. Und hier sieht man die Brunnenröhre, die vielleicht sogar eine Zisternenröhre war, weil wir ja eben erkannt haben, dass es Wasser gab, das vom Triller zugeleitet wurde. Und hier ist die Außenansicht, so sieht der Brunnen heute aus, er ist mit Beton verschlossen und in 8 Meter Tiefe kommt eben dieser Gang heraus, der 1614 im Auftrag der Gräfin angelegt wurde. Das deuten die Schriftquellen an. Also die Entmilitarisierung des Grabens. Gibt es hier einen Durchgang. Wir laufen jetzt sozusagen Richtung Saar, also Richtung Norden. Und haben zu dieser Seite wieder eine Pfahlbohrwand. Hinter der könnte man weiter ausgraben in diese Richtung. Wir haben hier eine Ecke derselben Bastion, also derselben Eckverstärkung, die hier früher stand im Burg- und Schlossgraben aus dieser Zeit 1560, also 1563 bis 69. Wir haben hier die Innenansicht des Baukörpers, den Stängel als Baustellenzufahrt genutzt hat.
Das Ganze, habe ich eben schon angedeutet, spiegelt sich hinter der Fallbohrwand. Wenn man weiter ausgraben würde, ist das kopiert. Und das alles war im 18. Jahrhundert schon als Baustellenzufahrt mit Erde verfüllt, dass hier oben drüber eben die Karren langfahren konnten. Konserviert ist ein Teil des Tennisplatzes hier noch, der also hier mit einigen Bodenplatten fortläuft. Der Weg, der aus dieser Zeit 1610 stammt und den Tennisplatz eingefasst hat, taucht hier wieder auf. Wir haben an der anderen Seite schon den Anfang gesehen. Und das Feld läuft im Grunde bis hier an die Fahrbahnwand ran. Und dort zeichnet sich in der Wand eine Abgrenzung ab, wo dieses Ballhaus, was den Tennisplatz eingefasst hat, den Jeu-de-Paume-Platz, dass das dort aufhört. Also wir haben hier gerade noch vor der Fahrbahnwand das Ende dieser Anlage. Etwas versteckt hinter mir befindet sich der Eingang in die Bastion, das heißt in die Kasematten. Das sind die Stellungen, in denen sich die Soldaten befunden haben. Die Innenansicht dieses Bauwerks, das heute nur in Teilen ja erhalten ist. Sie sehen, oben drüber fehlen, blickt man in das innere Mauerwerk, es fehlen die Verblendungssteine, die ja sehr sauber gearbeitet sind, wie man hier unten noch sieht. Die sind damals dann geraubt worden natürlich, um sie woanders wieder neu zu verbauen. Das war gerade dann bei solchen Umbaumaßnahmen immer ein sehr gern genommenes Steinmaterial, weil es eben diese besondere Qualität hatte und schon in einem gewissen Rohzustand zugehauen. Hier vorne wieder ein Steinmetzzeichen und daneben haben wir leider, das ist uns durchgegangen, moderne Gravierungen, die vom Vandalismus stammen. Hier unten ist immer eine Aufsicht mit dabei, wenn Sie hier hingehen, aber das hat in dem Fall dann einmal nicht geklappt, weil wir hier auch eine sehr weitläufige Anlage haben. Wir gehen jetzt hier durch die Stellung hindurch. Sie sehen die getreppte Schießscharte. Es war früher kein Eingang, sondern eine Schießscharte. Der obere Teil wurde ausgebrochen 2003, um den Zugang in die Kasematten für die Besucher zu ermöglichen. Und man hat hier dann eine Schießrichtung gehabt, Richtung Saar, in diese Richtung. Und da gehen wir jetzt einmal hinein. Das wird sehr eng, aber es passt. Spätestens jetzt kann man Sie noch mal darauf hinweisen, dass Sie bitte, Moment, festes Schuhwerk mitführen und besonders darauf Acht geben, wo Sie hier treten, weil wir hier auf der originalen Substanz in der ganzen Zeit gelaufen sind und natürlich das so ist, als würden Sie eine Ruine im Wald oder auf einem Berg besichtigen, draußen in der freien Natur, nur dass wir hier eben in einem Museum sind. Hier haben wir das Gewölbe dieser Kasematten. Das ist die untere Schießstellungsebene. Es gibt hierüber noch eine zweite, die wir gleich auch sehen. Und hier sind die Reste der Stalaktiten, die sich hier als Kalkausfällung mit dem Wasser, was hier eingedrungen ist, gebildet haben. Die meisten sind hier schon abgeschlagen worden, ich sage immer von halbstarken Besuchern. Wir haben aber oben drüber im Gewölbe dann noch eine bessere Erhaltung der Stalaktiten. Es ist hier im Untergrund nicht alles bis zum Ende ausgegraben, aber Sie können sich ungefähr vorstellen, dass die Situation sehr ähnlich aussah. Hier ist die Schießscharte noch erhalten. Sie sehen dort diese Treppe, den Blick nach außen. Ich hatte das draußen schon erklärt, die Wand, die Sie hier auf der gegenüberliegenden Seite sehen, die ist jünger, die stand nicht hier, als man damals hier rausschießen konnte. Die ist also im 18. Jahrhundert dazugebaut worden. Hier war früher auch eine Holztüre, die quasi den Zugang verschlossen hat, dass auch nachts oder keine Tiere eindringen oder keine Einbrecher, war hier schon verschlossen. Nur im Verteidigungsfall hat man aufgemacht und nach außen geschossen. Da ist hier eben noch eine Ausnischung, die davon stammt, von der Befestigung der Holztüre. Ansonsten haben wir hier einen Hohlraum, der ist etwa so breit. Hier ist der Rauch abgezogen. Wenn Sie hier geschossen haben, war natürlich die Gefahr, dass Kohlendioxid sich hier in der Kasematte ansammelt
Und um das Kohlendioxid direkt abzufangen, damit hier keiner ohnmächtig wird, gibt es diese Nische hier, die sehr spannend ist, weil sie an anderen Anlagen in dieser Größe und Breite selten bekannt ist. Wir suchen noch Vergleichsbeispiele, müssen wir zugeben. Und wir haben dann hier versteckt einen Zugang noch auf die obere Kasematte, und das ist eine originale historische Treppe von 1563 bis 69 aus dieser Bauphase. Entsprechend unterschiedlich hoch sind die Stufen und schräg sind auch die Stufen, sodass Sie hier aufpassen müssen, dass Sie nicht rutschen, halten Sie sich gut fest. Hier ist der Notausgang, der gleichzeitig der historische Zugang zu diesen Schießstellungen ist. Der führt hoch in diese Richtung, direkt auf den Schlossplatz. Da befindet sich eine Betonklappe mit einem roten Nicht-Parken-Zeichen drauf. Die drückt im Notfall auch Autos hoch, sodass das auch einer der wenigen Plätze ist, wo am Alzerbrücker Weihnachtsmarkt wirklich nichts draufsteht und Sie dort auch nicht draufgehen dürfen, damit bei uns immer der Notausgang gewährleistet ist. Und wir können jetzt in diese Richtung, in die obere Schießstellung hineinblicken, haben wieder in beiden Richtungen Schießscharten. Hier, ich habe das eben schon erwähnt, sind oben die Stalaktiten besser erhalten. Und wir gehen jetzt genau auf der Etage, die wir eben betrachtet haben, eine Etage höher, befinden wir uns jetzt und schauen wieder zurück durch dieses Loch auf den Eingang in unsere unterirdische Burg, in diese Ruinenhalle von 820 Quadratmetern. Und die Eingangstür in all diesen, in den gesamten Bereich befindet sich exakt unterhalb der Eingangstür ins Museum. Das heißt, sobald Sie diesen unterirdischen Bereich hier betreten, sind Sie direkt unter dem Schlossplatz, was man von außen gar nicht so vermuten würde. Hier steht ein Geschütz, das einem Original nachempfunden ist aus Ulm, ein Falconet von 1597. Das ist eben eine Kopie hier an dieser Stelle und sie steht auch falsch. Also das ist tatsächlich so, dass man aus den Schießscharten, hier die Schießscharte ist ja beschädigt, wie Sie sehen, da ist einige Steine fehlen. Die ist mit den Jahren einfach ein Stück weit zerfallen und früher hat man mit Wallbüchsen, das sind schwere Feuerwaffen, rausgeschossen oder besonders großen Hakenbüchsen, das heißt Büchsen, die einen Haken hatten, der den Rückstoß abgefangen hat, weil sie über einen Holzbalken gelegt wurden, wurde der Rückstoß gestoppt. Das war zum Schutz des Schützen. Und solche Kanonen standen eher obendrauf, auf der Bastion obendrauf, gab es dann einen Wall zum Beispiel, mit Gras bewachsen, wo dann die Kanonen standen, um weit in die Landschaft zu schießen, während man hier unten eben mit Wall- oder Hakenbüchsen den Graben verteidigt hat oder das direkte Vorfeld. Das war also eine Nahverteidigung von diesen Kasematten aus, während von oben dann die Fernverteidigung stattgefunden hat. Nur, dass wir eben dieses Falconett nicht vor das Museum stellen konnten und deshalb ist es erstmal hier jetzt positioniert, aber Sie wissen ja dann Bescheid. Und damit sind wir am Ende des Rundganges durch unsere unterirdische Burg und wir müssten jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen und könnten quasi unser Besuchserlebnis nochmal rückwärts entdecken, wo es nochmal ganz neue Raumeindrücke gibt. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns hier mal im Historischen Museum Saar treffen. Dankeschön.